Herzlich willkommen zu diesem Video. Du möchtest rausfinden, welche Werbeplattform für dich und dein Unternehmen am besten ist, dann bleib auf jeden Fall hier dran und dann sehen wir uns gleich nach diesem Intro wieder. So, herzlich willkommen zu dem Video. Mein Name ist wie immer Nico Becker. Ich habe mir heute den Saad Chamo, unseren Marketing-Experten, an meine Seite geholt. Und im Marketing soll es heute auch gehen, denn wir wollen mal wieder über Werbeplattformen sprechen. Das Thema ist eigentlich immer präsent. Also es gibt verschiedene Arten und Weisen, es gibt verschiedene Wege, Plattformen, wo du dein Geld letztendlich im Marketing ausgeben kannst. Und nicht alle Wege sind, ich sag mal, berechtigt oder nicht alle Wege sind unbedingt gut. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was man für ein Produkt anzubieten hat. Und deswegen wollen wir jetzt nochmal darauf eingehen, was gibt es so für große Kanäle, wo man letztendlich sein Geld ausgeben kann. Was sind jeweils die Vor- und Nachteile davon? Es wird wahrscheinlich auch mehrere Videos aus dieser Kategorie geben, weil sonst würde das Ganze irgendwie den Rahmen sprengen. Wir wollen heute über die beiden großen Platzhirsche, Google und Facebook, sprechen. Und zwar ganz kurz über die Pro und Kontras, die einfach jedes Netzwerk letzten Endes haben. Wir fangen damit an mit Facebook. Und wenn du uns schon ein bisschen verfolgt hast, beziehungsweise den Channel hier dir angeschaut hast, dann wirst du wissen, dass wir wahrscheinlich 90% unserer Kundenwerbung bei Facebook machen. Also mit Facebook meine ich dabei immer Facebook und Instagram. Und dabei ist halt eine Sache ganz wichtig, wenn wir jetzt auf die Pro-Seite gucken der Argumente. Und zwar Facebook, Instagram hat Online-Werbung, kann man so sagen, glaube ich, erfunden. Wenn nicht erfunden, dann zumindest groß gemacht. Also in Konzernen gibt es jetzt seit 10, 11, 12, 13, 14, 15 Jahren so ungefähr. Und das größte Pro-Argument ist einfach, da gibt es nicht mehr viel, was neu entdeckt werden muss. Ja, das heißt, der Algorithmus, der weiß genau, wie er werbetechnisch funktionieren muss. Die ganze Plattform hat wirklich extrem viele Nutzer. Und ja, das System ist einfach proven, das ist bewiesen. Da sind schon wirklich Milliarden von Dollar ausgegeben worden, nur für das Thema Online-Werbung. Und du kannst davon ausgehen, dass das ganze System, das ganze Interface, einfach die Art und Weise, wie Werbung gemacht wird, wirklich, wirklich, wirklich ausgereift ist. Und du da jetzt nicht irgendwie, Angst haben musst, dass irgendwas schief geht, dass irgendwas doch nicht so funktioniert, wie du es dir letzten Endes vorgestellt hast. Also das ganze System ist einfach sehr, sehr ausgereift und ja, absolut, absolut ein Vorreiter, wenn es darum geht, proaktiv Werbung zu machen. Ja, ein weiterer Vorteil, den die Plattform Facebook natürlich mit sich bringt, ist einfach die bloße Anzahl an Nutzern, die Plattform hat. Also wie gesagt, seit mehr als über einem Jahrzehnt melden sich da jedes Jahr immer noch Leute an. Und das Ganze hat halt Vorteile, wenn wir immer weiter darin oder dahin gehen, dass Online-Werbung einfach über Algorithmen funktioniert. Das heißt, über das Identifizieren deines Traumkunden, über, wie gesagt, Algorithmen, logische künstliche Intelligenz. Und das Ganze funktioniert natürlich umso besser, je mehr Nutzer eine Plattform einfach hat, weil die Spielwiese, auf der sich dieser Algorithmus austoben kann, in Anführungsstrichen, die ist einfach größer. Und das ist ein weiterer Vorteil, den Facebook / Meta Instagram da eben entsprechend haben. Nachteile der Plattform gibt es natürlich auch. Also keine Werbeplattform ist perfekt. Das ist letzten Endes auch die Essenz von diesen Videos. Ein Nachteil ist dadurch, dass diese Werbeplattform halt so ausgereift ist, ist, dass es absolut nichts mehr für Anfänger ist. So, das heißt, wenn du da vernünftig Werbung machen möchtest, dann reicht es nicht mehr aus, wie vielleicht noch vor 5 oder 6 Jahren, ein paar Interessen anzugeben und ein Bild hochzuladen und das Ganze funktioniert, sondern du musst dich halt wirklich, wirklich mit der Materie auseinandersetzen. Also es hat schon seine Gründe, dass wir hier mit mehreren Vollzeitangestellten uns jeden Tag darum kümmern, dass die Algorithmen vernünftig funktionieren, dass die Zielgruppen vernünftig gefüttert werden mit Daten. Und das Ganze funktioniert sehr, sehr gut in der Praxis. Man muss sich aber entsprechend auch darum kümmern. Ein weiterer Nachteil, wenn man so auslegen möchte, gerade jetzt vielleicht auch gegenüber von Google, ist natürlich, dass ich immer so ein bisschen up-to-date sein muss, was Grafiken auch angeht. Ja, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, in den sozialen Medien Evergreen-Kampagnen zu machen, also Dinge, die wirklich über einen langen Zeitraum gut funktionieren. Aber wenn ich dynamisch für mein Unternehmen Werbung machen möchte, dann muss ich einfach auch ein bisschen affin sein, was Grafiken angeht. Ich muss in der Lage sein, keine super professionellen, aber auf jeden Fall gute Bilder aufnehmen zu können. Und das auch gerne regelmäßig. Ich muss auch in der Lage sein, vielleicht manchmal gewisse Bilder ein bisschen zu bearbeiten. So, und das ist eine Sache, die ist für viele Unternehmen gar nicht so einfach wie jetzt für uns zum Beispiel als Werbeagentur. Und deswegen kann das auch eine Hürde sein, wenn man sich jetzt eben mit dem Thema Facebook, Social Media auseinandersetzt. Genau, gibt ja natürlich noch weitere Themen, aber das sind so die größten Punkte, die es gibt. Wir, hatte ich am Anfang gesagt, wollen natürlich auch noch einen Blick auf den anderen großen Platz zwischen, nämlich Google, werfen. Da sagt der Kollege auch noch ein bisschen was zu. Ja, ihr werdet gleich merken, wenn ich so über Google spreche, dann vermischt sich Pro und Contra immer so ein bisschen, weil viele Sachen sind zwar sehr, sehr gut, und aber der Kontrapunkt ist direkt dahinter. Und einerseits haben wir wieder, wie du eben schon gesagt hast, wir brauchen keine Grafiken eigentlich bei Google. Ja. Google ist ja, also es geht auch mit Grafiken, aber ich gehe mal auf den Part ohne. Also eine typische Google-Suche, die ihr alle ja kennt. Du brauchst eigentlich nicht viel, es ist sehr einfach. Google ist sehr bemüht dabei, dir als normalen Verbraucher sozusagen dich zu unterstützen, dass du eine Kampagne aufbaust. Das heißt, ja.
Pro natürlich, einfach für dich, aber auch manchmal zu einfach, dass man viele gewisse Sachen halt vergisst. Das meine ich mit dem Pro und Contra zusammenmischen, weil du hast die Kampagne und du brauchst eigentlich nur ein paar Stichwörter und schon ist die Kampagne fertig. Stellst das Budget ein, ein paar Suchbegriffe und eigentlich wirkt das alles sehr, sehr einfach und das ist auch einfach, aber heutzutage geht es nochmal ein bisschen Richtung, jetzt kommen wir wieder Contra, dass halt die Wordings natürlich auch in jeder Art und Weise da eingegeben werden müssen. Das heißt, wenn man jetzt nur Küche kaufen eingibt, dann reicht das heutzutage teilweise nicht mehr. Sondern du musst halt auch die Küchenangebote oder Küchenangebot, Küche in Mannheim kaufen und so weiter. Und man muss so diese ganzen Sachen beachten. Jetzt kommen wir wieder zu der Pro-Seite. Wenn du jetzt natürlich kein Profi bist, heutzutage gibt es viel Unterstützung. Ja. Es gibt KI-Tools, die dir diese ganze Arbeit mittlerweile abnehmen. Das heißt, du gibst quasi nur dein Produkt ein und vielleicht auch noch deinen Ort und sagst, gib mir 100 Keywords, die suggerieren, dass jemand ein Angebot bei mir bekommt und schon bist du da wieder im Pro-Bereich leicht ausgeführt. Jetzt kommen wir wieder zum Contra. Dadurch, dass das natürlich so einfach ist, gibt es auch viel Konkurrenz und die Big Player, die machen dich ein bisschen im Wettkampf kaputt. Also was bei Google, bei Facebook zum Beispiel so ist, dass du eigentlich immer gleichmäßige CPMs? Ja, CPMs hast, dass du immer sozusagen bestimmten pro 1000 Views ein bestimmtes Budget zahlt. Ist bei Google kann das halt ziemlich hoch gehen. Gehen wir jetzt mal vielleicht auf ein Thema, was aktuell ja sehr gängig ist, PV-Anlage. Ja. Jetzt zahlst du vielleicht nicht wie bei Facebook pro 1000 Views nur deine 10 Euro. Heutzutage bei Google, wenn du da wirklich mitbieten willst, dann zahlst du bis zu 5, 6 Euro pro Klick. Das heißt, du weißt ja nicht mal, was dahinter ist und hast nur einen Klick auf eine Landingpage und da zahlst du schon 5, 6, 7 Euro. Warum? Weil die ganz großen Player, die wollen da gar kein Lead generieren, die wollen dich quasi nur kaputt machen. Und das ist halt der größte Nachteil an Google, weil die ersten 4, 5 Zeilen bei einer Google-Suche, das hast du bestimmt, wenn du privat was googelst, dann bist du bestimmt nicht auf Seite 2 gegangen. Und genau das ist halt der größte Nachteil. Wenn du nicht auf Seite 1 bist, dann hast du eigentlich auch dort nichts zu gewinnen. Und das ist so einer der größten Nachteile. Dann muss ich aber nochmal Displays angehen. Display-Ads ist ja nochmal das andere, das Pendant zu Facebook. Ja. Da sehe ich natürlich den Nachteil, dass es sehr, sehr aufwendig ist. Wieder dieselben Sachen wie bei Facebook. Du musst Grafiken erstellen. Die Display-Erstellung und Einstellungen sind auch wieder sehr, sehr kompliziert. Also Google ist für die Basics sehr, sehr einfach, aber gehst du ein bisschen ins Detaillierte, brauchst du schon eine gute Agentur und vor allem, was halt vielleicht bei Facebook wieder einfacher ist, wenn du etwas optimieren willst, dann weißt du ja eigentlich bei Facebook meistens, woran setze ich. Mhm. Entweder die Grafik oder die Texte, Headlines vielleicht. Und bei Google ist man da so ein bisschen verloren, wenn es nicht läuft, dann kannst du dich immer wieder jede Woche mit den Keywords tot optimieren und du weißt manchmal nicht, wohin es geht, also wo muss ich ansetzen. Und deswegen war es früher sehr einfach, ist jetzt ein bisschen komplizierter geworden, aber im Generellen würde ich schon sagen, einfacher als Facebook. Ja, das auf jeden Fall. Also du merkst ja schon auch in diesem Video, dass beide Werbeplattformen immer ihre Berechtigung haben. Man muss immer ein bisschen drauf gucken, was für ein Produkt habe ich letzten Endes anzubieten. Also wir sagen immer so als schönes Beispiel eine Schimmelsanierung, die kannst du halt auf Facebook schwer bewerben, ne? Weil die Leute haben eigentlich nur einen Bedarf, wenn es denn wirklich ein Thema ist und dann muss das auch am besten zu morgen gelöst sein. Das wäre dann Thema für Google. Facebook bzw. Push-Marketing ist es ja, eignet sich besonders gut für so Sachen wie Terrassendächer, Küchen, auch PV-Anlagen, wo du halt wirklich eine Zielgruppe nochmal auf was aufmerksam machen kannst, die vielleicht gar nicht so, so brisant in diesem Thema gerade drin sind. Oder so ein Rohrbruch. Also, ja, genau. Wenn du einen Rohrbruch zu Hause hast, dann wartest du ja nicht auf die nächste Anzeige auf Facebook und denkst dir, oh nein, sondern du gehst direkt auf Google und willst das Problem gelöst haben. Ja, ja. Und ja, es ist halt, wie du gesagt hast, wenn du ein Problem hast, gehst direkt eine Lösung brauchst, gehst du meistens auf Google. Genau. Und so kannst du das immer einsortieren. Ja, oder letztes Beispiel Schlüsseldienst, mit Sicherheit auch so ein Thema, das jetzt nicht so auf Facebook zu suchen hätte. Aber da musst du einfach für dich ein bisschen gucken, okay, was für ein Produkt hast du? Und wenn du da letzten Endes eine Beratung zu brauchst, was ich dir empfehlen würde, dann schau auf jeden Fall mal auf unserer Homepage vorbei, ar-beratung.de. Da können wir dir auf jeden Fall weiterhelfen. Ansonsten sollte es auch mit diesem Video gewesen sein. Wir danken dir fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.
So, vielen Dank fürs Zuschauen. Lass uns auf jeden Fall schon mal ein Like und ein Abo da. Abonnier uns, wie gesagt, aktiviere auch die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Auf dem QR-Code findest du unsere Homepage. Da kannst du dich, wie gesagt, einmal eine Beratung einholen. Und wenn du gerade das Problem hast, dass du viele Angebote rausschickst, aber da kommt nichts zurück, dann schau dir auf jeden Fall das Video hier unter an. Da erfährst du, wie du das Ganze für dich vermeiden kannst.